Ich habe heute drei Zitate von Edith Stein mitgebracht, die besonders gut zeigen, was mich an ihr fasziniert. Selbst still und unbeirrt seinen Weg gehen, beharrlich beten und opfern. Das sind die Waffen, die auch in scheinbar verzweifelten Fällen schon zum Sieg geführt haben. Sie selber sagt es in Bezug auf ihre pädagogischen Tätigkeiten und für mich strahlt es eine Ruhe und Gelassenheit aus, die in ihrem Gottvertrauen wurzelt, von dem man auch merkt, dass sie das durch ihr ganzes Leben durchträgt. Das ist heilige Sachlichkeit. Die ursprüngliche innere Empfänglichkeit der aus dem Heiligen Geist wiedergeborenen Seele, was an sie herantritt, das nimmt sie in der angemessenen Weise und in der entsprechenden Tiefe auf. Und es findet in ihr eine durch keine verkehrten Hemmungen und Erstarrungen behinderte, lebendige, bewegliche und formungsbereite Kraft, die sich durch das Aufgenommene leicht und freudig prägen und leiten lässt. Diese heilige Sachlichkeit bezieht sich auf etwas, was sie schon als Phänomenologin sehr geschätzt hat. Ihr war Sachlichkeit und Nüchternheit im Denken immer sehr wichtig. Und so ist hier auch im geistlichen Leben die durch Gnade überformte Sachlichkeit wird zur heiligen Sachlichkeit. Und eigentlich ist es auch eine Kurzfassung für das ganze geistliche Leben. Der dritte Punkt ist das Geheimnis des Kreuzes. Zitat: Weil aber das Eins mit Christus unsere Seligkeit ist und das fortschreitende Einswerden mit ihm unsere Beseligung auf Erden, darum steht Kreuzesliebe zu froher Gotteskindschaft keineswegs im Gegensatz. Christi Kreuz tragen helfen, das gibt eine reine und starke Freudigkeit. Und die es dürfen und können, sind die echtesten Gotteskinder. Hier zeigt sich der tiefe Zusammenhang oder das Nicht-sich-Widersprechen von Leiden und Freude, was eigentlich die Kurzfassung des Geheimnisses des Kreuzes ist bei Edith Stein. Und ich habe diese drei Zitate ausgewählt, weil sie für mich wichtig sind und weil ich auch glaube, dass es Schlüsselpunkte für Edith Stein sind und mich auch beeindruckt, dass sie das theoretisch als wahr erkannte, wirklich existenziell in ihrem Leben auch gelebt hat.